Einen wundervollen guten Abend. Mein Name ist Warlin. Heute spielen wir ein wenig Shakes and Feature. Leute, ihr denkt euch bestimmt, Alter, was zocken die Entertainment Brothers für einen Scheiß. Erst hier Dark Orbit, jetzt auf einmal kommt hier Warlin mit Shakes and Feature. Wir wollen hier mal ein bisschen was Neues ausprobieren und deshalb seid uns nicht sauer. Shakes and Feature ist eine Browser-Game, relativ lustig. Ich kann hier mal ein bisschen rumseppen. Also hier haben wir einmal die Taverne. Hier haben wir so einen alten Knacker. Wir klicken hier mal hin. Ein sehr verschmierter, kleiner Schmierfink, der hier mit irgendwelchen Zaubertricks uns das Geld abzocken will. Ich lese mal vor. In einer finsteren Ecke erblickst du an einem Tisch diesen zwielichtigen Spielgesellen, der offensichtlich ein fragwürdiges Glücksspiel anbietet. Das ist doch illegal. Du könntest es melden oder einfach mal riskieren. Einmal ist kein Mal. Aber ob es hier mit rechten Dingen zugeht. So, da könnten wir hier ein bisschen Gold verwetten, ein paar Pilzchen oder sowas. Oder hier auf bloß wegklicken. Ich habe jetzt hier mit dem Kollegen noch gar nicht gezockt. Hier ist der Barkeeper. Was sagt denn der Barkeeper? Was willst du denn? Sag mal, Kumpel, willst du nicht erstmal was tun, bevor du dich hier voll laufen lässt? Mein Gesöff macht müde Helden munter. Du siehst im Moment aber weder besonders müde noch wie ein Held aus. Sprich mal jemand anderen hier an. Du hast bestimmt eine Aufgabe für dich. Oh, Warlin kann nicht lesen. Gut gemacht, Warlin. Du kannst nicht lesen. Sehr toll. Was wollen die, alte Tante hier? Hey, Kleiner, was schaust du so? Hast du ein Problem, für jemanden zu arbeiten, der gefährlicher und schöner ist als du? Nicht? Na, dann schau dir mal an, was es zu tun gibt. So, was hatten die alte Tante hier für Quests für mich? Tödliche Neugier, die Dings, Muschilecken, Wildschwein, muss das sein? Was gibt's denn hier? Hier sieht man schön die Belohnung. 56 Silber, Erfahrung 183, Erfahrung 300, aber da habe ich natürlich ein Kettchen dabei. Wildschwein muss das sein. 1 Minute 30. Fingerhut. Bringt Glück. Glück. Plus 3%. Erfahrung 83. Okay, also hier können wir eine Quest annehmen. Und dann haben wir hier natürlich die Stadtwache. Wir könnten hier als Wache arbeiten. Das generiert natürlich Silber. Und wir können hier die Zeit einstellen für 6 Stunden, für so und so, 10, 11, 12, bla bla bla. Das mache ich natürlich nur, bevor ich offline gehe. Ja, dann kann ich ja 10 Stunden laufen, ist kein Problem. Wir haben einen Waffenladen, ne? Hier kann ich mir alle möglichen Rüstungen machen. Es gibt hier eine Kopfrüstung, Brust, Hand, Schmuck, Gürtel, Halskette, Pipapo, alles mögliche. So ein bisschen Roleplay-mäßig. Was heißt so ein bisschen Roleplay-mäßig? Es ist auf jeden Fall Roleplay-mäßig. Und hier kann man sich natürlich für Silber, was hier eins der Währungen ist, neben Gold und Pilze, kann man sich hier Rüstungen kaufen. Dann haben wir einen Zauberladen. Hier kann man sich so verzauberten Schmuck und Fetz holen und Tränke, Pipapo. Sieht auch hier sehr geil aus. Richtig geil gezeichnet hier alles. Dann haben wir einen Stall. Alter, schaut euch mal diesen Dödel hier an. Guck mal, wie der guckt einfach. Wie imitiert man am besten von so einem Kerl die Stimme? Willkommen im Stall. Meine zuverlässigen und performanten Reittiere biete ich in Form von Leasingverträgen an. Dadurch sparen sie Wartungskosten und haben eine jederzeitige Mobilitätsgarantie. So circa redet er wahrscheinlich. Was ist mit dem... Boah, ein blauer Tiger. Ein wilder blauer Tiger ist beileibe keine harmlose Miezekatze. Reisedauer minus 30%, Laufzeit 14 Tage. Ja, also Leasing, ne? Wie der Name schon sagt, hat man diesen Bonus leider nur für 14 Tagen. Kostet 10 Gold, könnten wir uns das auf keinsten leisten momentan, weil wir gerade ein Gold haben und einen Pilz. Eine Kuh. Mäh. Kostet ein Gold, können wir uns rein theoretisch leisten. Macht jetzt aber am Anfang keinen Sinn. Reisedauer, Ersparnis 10%. Pilzdealer, hier kann man sich natürlich für echte Kohle hier Pilze kaufen, interessiert uns nicht, machen wir nicht. Hier haben wir nochmal die Charakterübersicht, um hier nochmal ein bisschen das Menü zu erklären. Und hier ist die Arena, hier kann man ein bisschen PvP machen. Arena, in der Arena stellt sich dir plötzlich Wirrge Stufe 1 in den Weg und guckt böse. Nimmst du die Herausforderung an? Du kannst auch jemand anderen angreifen, indem du dessen Namen eingibst. Aber ich kämpfe mal gegen diesen Wirrg. Mal gucken, ob es klappt, Alter. Ich habe ein Holzschwert, Alter. Bam. Ja. Dieser Kampf war keine Herausforderung für einen erfahrenen Helden wie mich. Du solltest dir nicht zu viel darauf einbilden. Ehre gewonnen 100. Wir haben 100 Ehre gewonnen durch diesen Fight. Das ist schon mal auf jeden Fall mal sehr krass. Und die Arena ist jetzt gesperrt für 10 Minuten. Das heißt, wir können uns dieses 10 Minuten Dingens freikaufen, indem wir einen Pilz
opfern. Mache ich jetzt nicht. Ich werde stattdessen hier von dieser Tante mal eine Quest annehmen. Tödliche Neugier. Nicht. Ich bin auf jeden Fall im Moment auf Erfahrung aus. Deswegen wähle ich, glaube ich, das hier. Obwohl, nee, das bringt Intelligenz. Intelligenz bringt uns nichts. Ich bin ja Krieger als Klasse. Also bringt hier diese Quest schon mal gar nichts. Tödliche Neugier. Wildschwein. Das bringt Glück. Bringt mir, glaube ich, auch nichts als Krieger. Dann muss ich wohl das hier wählen. Dauert 2 Minuten 15. Oh, jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Tödliche Neugier. Alter, eine richtig geile Dschungeloptik. Hier so eine kleine Schlange. So ein geiler Holzweg, der wahrscheinlich richtig schön wackelt. Und hier haben wir, wow, Monster im Sumpf. Zieh ich mir mal mein Käppchen auf. Na, was sagt ihr zu meinem Käppchen? Gefällt's euch? Schön. Ja, der Tempelrad ist ja grün und hier unten ist grün, schwarz, grün. Da sind so die Farben des Entertain Brothers. Ach, zieh ich jetzt aber mal nicht an, weil es gerade sau heiß ist. Ey, diese Hitze geht mir so auf den Keks, ey. Ich habe mich die ganze Zeit darüber beschwert, dass es so kalt ist. Dann habe ich mich kurz gefreut, dass es schön warm wird. Aber nein, jetzt wird es direkt übertrieben verfickt heiß, dampfig einfach. Das ist schon hier Sauna-Feeling. Übertrieben Sauna-Feeling. Also das, Leute, diese Action hier. Guck mal hier, wie wir hier durch diesen Dschungel hier laufen müssen. Hier diese Schlange töten und hier das Monster im Sumpf, Alter. Scheiß auf Black Ops, scheiß auf was weiß ich was. Hier irgendwelche Games. Shakes and Fidget geht voll ab, ey. Man muss einfach nur die Fantasie haben. Ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr lauft jetzt durch diesen Steg. Fuck, fast abgerutscht, weil hier so eine Latte kaputt gegangen ist. Wir schaffen es gerade noch so, hier auf die andere Seite des Ufers zu springen. Oh Gott, da attackiert uns schon die Schlange. Kopf der Schlange genommen, abgebissen oder so, Kopf hier in die Grütze reingespuckt, Fackel genommen, hier ein bisschen alles ausgeleuchtet, den Dschungel. Ah, okay, ich glaube, meine Fantasie ist ein bisschen zu lebhaft. Ja, wir haben hier leider nur ein Bild. Wir müssen die Zeit abwarten. Noch 2, 1 und jetzt müssen wir kämpfen gegen einen Basilisk. Aber der kann natürlich des Fetzens vergessen, uns irgendwas anhaben zu können. Goodbye, Basilisk. Während du mit der linken Hand dein Opfer niedermachst, gönnst du dir mit der rechten... Was? Gehnst du mit der rechten? Ah, gönnst du. Ich kenne diese scheiß Schrift, kann man kaum lesen. Ey, da mach ich dauernd Lesefehler. Gehnst du mit der rechten? Okay, wir haben Erfahrung über 183 und 56 Silber. Ist natürlich sehr nice. Und wir sind Stufe 2. Geiler Scheiß. Okay. Ach Gott, guck dir mal den hier an. Was will denn der Pisser hier von uns? Wie lese ich den am besten vor? Okay, ich versuch's mal. Hey du, kennst du dich hier in der Gegend aus? Ich habe nämlich einige äußerst wichtige Aufträge zu vergeben. Doch ich brauche jemanden mit Ortskenntnis und Mut zum Abenteuer. Bist du so jemand? Ja, kommt drauf an, was für Quests du hast. Ja, also da hätte ich ja einerseits das Dämonenportal. Dann lese ich mal deine Beschreibung durch. Schieb mal deinen Auftrag rüber. Das Dämonenportal. Hey, Sportsfreund, das kommt mir gerade recht. Reise in den Gammelforst. Angeblich gibt es dort ein Dämonenportal. Genau weiß ich es aber nicht, weil bisher niemand lebend von dort zurückgekehrt ist. Untersuche für mich, was an den Gerüchten dran ist. Und wenn du es machst, mach es cool. Belohnung 9 Silber. Wir würden siffige Stutzen bekommen. Alter, siffige Stutzen? Also das... Das habe ich mir schon immer mal gewünscht. Siffige Stutzen, Erfahrung 504, das ist auch sehr verlockend. Würde 2 Minuten 15 dauern. Schauen wir uns mal die andere Aufgabe an. Stoff oder Zoff? Hey, Sportsfreund. Moment mal, das liest ja auch er vor, Freund. Also muss ich das auch so vorlesen. Hey, Sportsfreund. Du kommst mir gerade recht. Ich brauche dringend Stoff. Also zum Nähen, meine ich. Ist doch klar. Reise zum Totenkopfinsel, töte so lange Monster, bis du irgendwie fündig wirst. Wenn du willst, können wir dann ja auch mal zusammen was nähen. Bist du dabei? Ja, das muss ich mir natürlich überlegen. Was bietest du an? Ja, 36 Silber, 115 Erfahrung und ein Ganzkörperdöschen. Ganzkörperdöschen, klingt interessant. Was hast du denn noch anzubieten? Ja, das ist noch das Killerspiel. Hey, pst, ja genau du. Ich habe hier ein überaus brutales Killerspiel. Sofern du volljährig bist, musst du es für mich nach Nevermore bringen. Ich hoffe, die Ware ist nicht zu schwer. Und jetzt lass uns tanzen. Mit diesem Dödel hier tanzen klingt auch sehr verlockend. 35 Silber, Erfahrung 114. Wir kriegen eine Gürtelrose. Ne, einen alten Gürtel. Dauert 2 Minuten 50. Ich glaube, ich werde das hier annehmen. Das Killerspiel. Oh yeah, und wir sind hier wieder in einer fetten Sumpflandschaft. Hier bittet ein Zombie um Hilfe.
Hier geht einer mal ein bisschen tauchen. Wahrscheinlich so ein kleiner Hobbytaucher. Hier sind wahrscheinlich ehemalige Hobbytaucher. Oder beziehungsweise das, was noch von ihnen übrig ist. Ja, sehr geil gemacht. Gut, ich würde sagen, mit der Erledigung dieser Quest beenden wir mal diese erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist auf jeden Fall ein sehr... Ich denke mal, es wird ein sehr umstrittenes Let's Play. Ich bin mir nicht sicher, wie es ankommen wird. Verdammt. Und wenn ich mir nicht sicher bin, wie irgendwas ankommen wird, brauche ich immer meine Stifte. Ich hoffe natürlich, dass dieses Let's Play von Chase & Fidget ein voller Erfolg wird. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, ich spaste nicht zu sehr ab in meinen Folgen. Ich kann mich natürlich auch ein bisschen beherrschen. Ich kann natürlich noch ein bisschen mehr abgehen. Je nachdem, wie ihr es wünscht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.